Jo, hallo zusammen. Ihr wisst ja, dass ich euch schon in der Vergangenheit öfters mal so Tutorials und so vorgestellt habe, wie man sich halt so ein paar Sachen beibringen kann, zum Beispiel das Beatboxen und so weiter. Und ich möchte euch heute mal eine Seite vorstellen, mit der ihr euch quasi das Zehn-Fingerschreiben, also das Schnelltippen, ja, kostenlos selbst beibringen könnt. Diese Seite nennt sich nämlich schreibtrainer-online.de und befindet sich natürlich auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und dann solltet ihr eigentlich schon die Seite direkt auch sehen können. Ihr müsst einfach nur kurz die Sprache auswählen, das habe ich jetzt einfach schon mal gemacht, natürlich Deutsch oder auch Englisch, wenn ihr wollt, müsst ihr selber wissen. Und ja, dann sieht das Ganze so aus. Ihr habt hier unter Schritt 1 die Möglichkeit, das Tastaturlayout einzustellen. Das normale Standard-Tastatur-Layout ist einfach Q-Werts und dann DE für Deutsch. Dann habt ihr hier unter Schritt 2 die Möglichkeit einzustellen, was ihr eintippen sollt. Sind es Buchstaben, Beispieltexte oder auch eigene Texte? Jo, ich nehme jetzt einfach mal Buchstaben und klicke auf Weiter. Und hier sieht man jetzt ganz schön, was man üben kann, welche Reihen kann man üben. Es gibt natürlich die Grundstellung, auf die werde ich gleich noch eingehen, plus dann die obere Reihe, das Ganze kombiniert oder die untere Reihe, alles zusammen und was es da nicht alles gibt. Also ihr könnt da wirklich sozusagen unterschiedliche Kapitel aussuchen und diese dann auch einfach durcharbeiten. Jo, wir gehen nochmal ganz kurz zurück und zwar habe ich was vergessen. Ihr könnt hier auf Anweisung klicken. Zuallererst kurz warten und dann bekommt ihr quasi eine Info, wo ihr bzw. wie die Grundstellung aussieht, von der ich gerade gesprochen hatte. Und zwar geht man nämlich immer so eine Grundstellung beim Zehn-Fingerschreiben ein. Das ist nämlich ASDF JKLÖ. Der ganz kleine Finger ist auf dem A, der linke Ringfinger auf dem S. Mittelfinger auf dem D, Zeigefinger, linke Hand auf dem F, G und H wird freigelassen und dann kommt die rechte Hand. Daumen wird nicht auf die, ja, direkt auf die Tasten gelegt, weil die Daumen sind nämlich für die, sag mal schön, für die Leertaste. Meine Güte. Und ja, dann fangen wir wieder an der rechten Hand mit dem linken Zeigefinger an. Dieser ist beim J, der rechte Mittelfinger ist beim K, der rechte Ringfinger beim L und der kleine rechte Finger beim Ö. Das ist die sogenannte Grundstellung und mit Hilfe dieser Farben hier könnt ihr dann sehen, wo der Finger dann letztendlich hin muss bzw. hin darf. Könnt das natürlich auch variieren, wenn ihr wollt, aber das ist so diese Standardsache einfach. Und hier hat man das ganz gut erklärt und kann das dann auch wunderbar ablesen. So viel zu der Grundstellung. Wir gehen jetzt mal wieder zurück und gucken uns mal so ein Kapitel an. Ich mache jetzt einfach mal das Kapitel A. Und hier könnt ihr jetzt sehen, einmal haben wir eine Uhr. Wenn ich jetzt quasi die erste Taste betätige, dann fängt die Uhr an zu zählen. Gleichzeitig werden die falschen Wörter angezeigt und die richtigen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal direkt damit an. Ich gehe die Grundstellung ein. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach unter dem Video hier. Und dann tippe ich jetzt hier einfach mal ein bisschen drauf rum. Quasi wie so ein kleines Let's Play. Bin jetzt auch nicht so schnell. Ich hatte mal vor ewigen Zeiten so einen Kurs gemacht, aber irgendwie hatte ich nie Bock mit 10 Fingern zu schreiben. Und deshalb habe ich es irgendwie, ja, nicht gemacht und dementsprechend auch verlernt. Jo, jetzt kann man hier sehen, ich hatte eine Geschwindigkeit von 210, was auch immer das heißen mag. Die Zeit lag bei 14 Sekunden, ich hatte keine Fehler. Und ja, insgesamt 49 Zeichen. Jetzt kann man sagen, okay, ich finde das klasse, gehen wir mal auf weiter. Wir steigern das Ganze, es wird dann immer schwieriger. Oder wenn ihr viele Fehler hattet, dann geht doch einfach mal auf Wiederholung und wiederholt das Ganze so lange, bis ihr es drauf habt. Es wird ja schon reichen, wenn das quasi jeden Tag so 10, 20 Minuten macht oder so oder auch länger, wenn ihr wollt. Und dann kann man das auch wunderbar damit lernen.
Jo, ich habe das heute mal ein bisschen länger vorgestellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet. Ihr könnt euch auch gerne meine anderen Videos anschauen. Und dann sage ich einfach mal viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!